Ich komme aus Hannover ursprünglich, bin da aufgewachsen, habe da studiert, Jura. Und nach dem Studium habe ich mich entschlossen, Vollzeit-Poker zu spielen und bin vor knapp 3 Jahren nach Wien gezogen. Und seitdem spiele ich Vollzeit und das ist mein 3. Jahr in Vegas jetzt. Also der Cutoff hat geraced. Ich saß im Smallblind mit 6-7 in Karo, habe gedreibettet, der Gegner hat bezahlt. Es war ein auch jüngerer Spieler, recht aktiv und ich glaube auch recht gut. Der Flop kommt Ass 10-7 mit einem Flushdraw, aber nicht unserem. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Board für uns und deswegen habe ich ein Drittel gesetzt. Er bezahlt, am Turn kommt ein König. Ja, die Karte habe ich mit gemischten Gefühlen gesehen, weil Bube Dame kommt an, aber naja, ich glaube, vielleicht habe ich auch ab und zu nochmal Bube Dame. Habe ich weitergesetzt, er bezahlt auch wieder recht schnell. Ja, und River kommt eine kleine, unbedeutende Karte. Naja, und ab dem Punkt dachte ich, okay, jetzt habe ich, also wenn ich jetzt checke, gewinne ich den Pot nicht. Und bin all in gegangen und dachte, ich kriege vielleicht einen Ast im Bullen oder König-Dame oder sowas. Hat zum Glück geklappt. Der Puls ging natürlich ein bisschen hoch. Und als er dann auch gesagt hat, er hat eine Hand, die er nicht bullen kann, oh, dachte ich, okay, jetzt ist es vielleicht vorbei. Aber als er dann gefoldet hat, war die Erleichterung groß. Und der Tisch hat mich dann aufgefordert, zu zeigen. Und ich habe ihn gefragt, ob er es sehen möchte. Und er hat gesagt, ja, bitte. Und dann habe ich gezeigt. Sonst hätte ich es ihm auch nicht gezeigt. Oh my God! No. Wow! What? Er hat repräsentiert Set 7, hat 6-7 gezeigt, ne?